Ahnung. Ja. Ich mache da nicht zu viel jetzt. Und wenn wir dann anfangen, ja? Wenn die Leute kommen, dann trauen wir gleich, dass wenn die kommen, dass das da schön ausschaut. Ne? Und dann sagen wir die Leute, da können wir nicht so hoch bekommen und dann fragen wir, ob sie will selber weitermachen. Bist du selber auch das? Ha? Bist du das selber? Na sicher, das ist das Beste, was ich überhaupt gibt. Nein, mal die Köche essen meistens das nicht selber, gell, was ist hoch. Ja, das ist eine andere Köche. Das ist wie wenn du deine komponierte Musik nicht hören kannst. Das ist das Kusswachs. Herpes gegen Herpes. Ja, einfach als Schutz und Pflege für die Lippen, darf ich sagen. Und aus was ist das machen? Ein Sonnenblumenöl und Bienenwachs und Lanolin ist drinnen noch. Und, für die Menschen, ist das für die Menschen, Lippen? Ja, machst du es in die Kia ausschmieren, oder? Hoch MCs her. Füß. Extra wegen Fankhauser herkommen. Nein, nicht wegen Fankhauser. So. Einfach einmal, weil wir es gelesen haben in der Zeitung, dass die Leittaschen da was machen. Ne? Im Radio ist auch angekündigt worden. Habt ihr es im Radio gehört? Nein, in der Zeitung gelesen. In der Zeitung gelesen. Ja, es sind Kollegen gewesen, die haben gesagt, sie fahren da. Ja. Ich habe gesagt, müsst ihr halt ein bisschen Zeit lassen, nachher fahre ich mit. Ja. Dann war ich gar nicht einmal der letzte Fall. Also. Ja, nein. Und mehr als ein Öl, nicht geklappert da rein, dann wieder mal eine Milch getrunken und alles gut gewesen. Und heute gibt es was Gutes zum Essen da? Ja, jetzt schauen wir, ich sage jetzt, was das ist, wenn das die Kost ist aus damaliger Zeit. Forelle gibt es, ja. Und nachher da die Tupfen oder Käsenocken oder was gesagt hat, ist das, ja. Jetzt haben wir im Fankhaus mal aus der nächsten Tag gesehen. Ja, kann man angreifen, jetzt kann man angreifen. Ja, ganz genau. Und reden, ja. Und du kommst von? Aus Leutasch, Leutasch TV. Sind Sie extra wegen dem Herrn Fankhauser gekommen? Ja. Wir kennen Sie vom Fernsehen. Jawohl. Und dann wollten Sie den heute mal richtig berühren. Den wollen wir nicht versäumen, weil das ein sehr sympathischer Mensch. Sehr sympathisch. Sehr Fankhauser hierher gekommen. Ja. Und auch alles zusammen eigentlich, nicht nur die ganze Veranstaltung. Ja, die ganze Veranstaltung hat mich interessiert. Nicht.
Ferrari Rot? Nein, Braun und Gold war noch übrig. Ferrari Rot. Ferrari Rot, ja, ja, da, das ist natürlich, ja. Wo ist das Gemüse her? Das Gemüse ist aus Dauer. Und? Dauer, Leutasch natürlich, aus wunderschönen Leutaschstall. Welche Sorten sind noch aus Leutasch? Die Salatsorten sind aus Leutasch. Und das Kraut ist aus Leutasch. Und die Kartoffeln sind aus der Leutasch. Sind Sie extra wegen Herrn Fankhauser gekommen? Ja, natürlich. Wir wollen den jetzt mal live sehen. Sie wollen ihn anfassen. Wollen Sie ihn richtig anfassen? Anfassen? Zum Anfassen. Ja. Natürlich. Wir wollen den jetzt mal anfassen. Kommt drauf an, wo Sie ihn anfassen. Ja, man muss ja nicht alles sagen. Ja. Nichts Blumen Kosso heute? Nein, ich muss nicht immer. Dann kennst du aus, wenn du gehst. Nein, nein, ich meine, das ist, weißt du, was das jetzt wieder ganz. Ich bin das erste Mal dabei gewesen. Ich bin immer oft. Und wenn jetzt das siehst, das ist nur mal eine Veranstaltung durchpressen. Einfach volle Wäsche in kürzester Zeit. Und fertig. Ja. Und wir am Autosport haben wir das. Jetzt muss ich mal den aufmachen, da hörst du nie was, wo sie die ganzen Klotzen schnitzen und so weiter. Ja. Ich hab's gesehen und es waren schöne Sachen dabei, aber jetzt ist es wirklich gleich mal durchbexen und fertig. Da geht es den Leuten schon ruhiger zu. Ich bin auch meistens also jetzt da beim Magdalena und so. Wie gesagt, ich verliere bei Roma, weil erstens andere Leute trifft und mit einigen vernünftige Gespräche geführt haben schon. Ja. Und, ja. Schon, ne. Das muss es immer da sein, also verspringen können. Ja. Kommen Sie, Herr Bürgermeister, extra wegen Herrn Fankhauser hierher? Ja. Natürlich auch wegen Herrn Fankhauser, aber auch natürlich Ganghofer Museum und das alles, was damit zusammenhängt. Hallo, ist der Fankhauser, sicher das? Ja, ja. Schöne Aktion. Schöne Aktion. Ja, ja. So. Ja. Weißt du schon, wer der Vater ist? Wo ist wer? Von Kind. Doktor. Der Doktor heißt? Ob da hockt. Ja. Nein. Da ist niemand da. Hey, könnt ihr mal in Fankhauser richtig berühren, richtig angreifen? Ich schaue ja im Radio, im Fernsehen schaue ich gerne. Ach so. Ja, Mann, ja, hey, könnt ihr mal angreifen, richtig. Angreifen muss ich. Das macht schon schön. Mädels, bist du vor Jahrgang? 23. Meine Mama, mein Tata waren 20. Ja, 23. Na, und du schaust aus wie 55. Ja, na, Wahnsinn. Wie gibt's das? He? Wenn du einmal einen Posteller hättest, hast du noch einmal schon. Einmal einen Posteller? Du bist im Vorbau. Ja, genau. Einmal einen Posteller und nachher. Bleib lieber, genau. Jetzt können wir mehr Leute schauen. Was ist los, Giovanni? Tust du kochen? Ja, ich schau zu, wie es richtig gemacht wird. Wo hast du kochen gelernt? Hast du laufen wieder? Wo hast du das gelernt? Wo habe ich es gelernt? Als Koch in der Lehre, in Innsbruck, in Theresia. Und ja, nachher habe ich meinen Weg gemacht durch die Welt. Ja, wann bist du auf Leitasch gekommen? Auf Leitasch bin ich gekommen, 69. Zum Jagdhof? Zum Jagdhof, genau. Zum Jagdhof, 69. 69. Unglaublich, da, gell? Ja. Und da war auch der Otto hat er gehabt. Otto Haselwand, da war mein Chef damals. Und der war Geschäftsführer, meine Frau und die Brigitte und die. Und ja, und dann ist es dazu gekommen, dass der Moritz Karl da unten was vorgehabt hat. Ja. Da haben wir das eigentlich gleich angestrebt. Und diese berühmt-berüchtigten Jagdkeller, den kenne ich nicht mehr. Den kennst du nicht mehr. Der war vor deiner Zeit. Ja. Und jetzt, glaube ich, müssen wir die Iris reden lassen. Mhm. Nein, ist nichts. Iris, gib mich da. Gib mich da. Bloß einmal eine Sprechprobe. Ja. Du, den Jagdkeller, den müssen Zeit wieder geben. He? Du, ich weiß es nicht, ob die Zeiten haben sich geändert. Ja. Natürlich gang sowas sicher in der Hochsaison, wo sowas schon noch gehen. Ja. Aber es ist ganz, ganz schwierig in der heutigen Zeit. Ja, aber der ist ja damals in der Nichtsaison wohl genauso gegangen. Ja, sicher. Ja. Aber es ist so, jetzt musst du dir mal vorstellen, in Seefeld haben wir 7 Live-Kapellen gehabt, zu meiner Zeit. Ja. In die 60er, Ende 60er Jahre. Und
Jetzt ist natürlich keiner mehr. Nein. Nur mehr der Kaltschmidt muss eine haben für seine Leute, weil er natürlich ein bisschen ein Programm braucht. Ja, die letzte war die Kanne, was ja, genau. aufgehört hat. Kanne und die Tenne, was ja. macht er in der Tenne? Ich glaube, ich muss er noch was machen. Also, da macht er auch Tiroler haben dürfen. Ja, so. Ja, aber sie sieht schon, dass die Veränderung enorm ist. Nein, kein Bierzelt mehr, kein Liveband mehr. Nichts mehr. Du stellst einen Haufen Geld. Und wenn du halt Leute brauchst, die nicht freiwillig arbeiten, kannst du es vergessen. Ja. Ist leider genau. so. Ja. Wir haben am kommenden Samstag, haben wir vom Tennisclub Leutasch, haben wir auch das Festel draußen, das Sommernachtsfestel. Ja, wir machen es halt, weil wir alles selber machen können. Mhm. Und unsere Jungen mithelfen halt auch, aber sonst war das unrentabel. Mhm. Bei uns am Parkplatz, warst du in der Weihnachtsstube. Ja, jetzt probieren wir es, hoffentlich passt das Wetter auch so wie jetzt. Ja. Und ja, dann werden wir schon sehen. Natürlich, dass wir den Herrn Fankhauser da gekriegt haben für die Sache. Ist natürlich auch toll, kennt schon jeder. Ist schon eine, also der zieht da an, ist schon ein Magnet mit seinen Helfern. Ja, nein, ich finde das schon ganz toll, muss ich sagen. Und du siehst, die Leute gehen ein bisschen herum, schauen sich alles an. Es sind ja zu 70% Einheimische da, was natürlich auch was aussagt. Gell? Also darf man das gerne wiederholen, wenn es soweit ist. Nein, ist schon eine tolle Sache. Also, Hochachtung von der ganzen Veranstaltung. Muss ich wirklich sagen. Ganz toll. Ja. Du hast ja selber schon, deine Söhne sind ja selber Meister. Genau, der Hansi, unser Jüngster. Zweifacher Koch des Jahres in Portugal. Zwei Michelin-Sterne in Portugal. Jüngster, ja, also der hat sich schon unheimlich viel aus seinem Leben gemacht, ja. Ja, das schmeckt man. Also, ja, freilich, es gehört dazu. Essen ist immer wieder ein Erlebnis. Ja, natürlich, das gehört natürlich dazu. Jetzt lassen wir die Iris reden. Danke, danke. Und ganz unten runter, da hat man schon gerochen, wie gut es ist. Ich freue mich, dass so viele da sind. Als erstes möchte ich natürlich Alexander Fankhauser begrüßen. Danke für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Danke, danke, danke. Ich habe immer da einen Platz in der Sonne. Ihm zur seine rechte Hand, sie steht jetzt links, ist die Manuela, die ihm hilft und ganz ein starkes Team sein sie. Also da wird auch kein Andi. Wohl, der geht mir immer an, aber okay, die Manu kann einem vergleichsweise schon ein guter sitzen. Kann ich wohl sagen. Das Fest heute, ich möchte mich eigentlich kurz fassen, weil ich sehe, ihr habt so einen mordsmäßigen Hunger. Da sind so viele Löcher in die Bäuche, wir werden uns geschleinen, aber es ist trotzdem wichtig, einmal zu erwähnen, warum dieses Fest heute stattfindet. Das Essen ist eine ganz große Kultur im Laufe der Geschichte, ohne Essen geht gar nichts. Und ich habe ein bisschen im Ganghofer Museum recherchiert und habe eben alte Rezepte gefunden, die unheimlich interessant sind. Und im Laufe der Zeit ist die Idee entstanden, die einmal zusammenzufassen. Und es seien auch von außen sind viele Leitkrämmen, viele Läuterscherinnen und auch welche, die Herzogen seien, die unsere Küche lieben. Und wir haben sie aufgeschrieben in einem kleinen Läutersbuch. Läutersch tut mir gut im Sommer und da die Hälfte ungefähr sind Rezepte, die andere Hälfte ist ein bisschen was Geschichtliches, was Freude macht, ganz viel Foto drein, weil wir müssen schon sagen, wie schön wir es da haben, das ist ganz was Wichtiges. Wir genießen es ja auch, unsere schöne Landschaft. Und um das Ganze zu krönen, gibt es eben heute ein kulinarisches Fest. Der Alexander kocht, wir haben einen Haufen Standeln, viele Leute sind mit dabei und alles, was da angeboten wird, kommt aus der Region bzw. aus Tirol. Und es soll auch sagen, dass wir nicht was weiß ich von den Hottentotten aus Timbuktu oder sonst wo das Essen importieren müssen, sondern wir haben einfach alles da. Jetzt machen wir es kurz, wir fangen an kochen, zwischendurch werden wir alle wieder ein bisschen reden, ich werde euch die Standeln vorstellen und jetzt genießt es erst einmal. Danke. So, super, Iris. Danke, danke, Iris. Danke für die Einladung. Ich muss mich bedanken bei der Iris. Die hat die Idee gehabt schon vor einem Jahr. Hat mich angerufen, Alex, kannst du dir vorstellen, in der Luitasch zu kochen? Weil sie mir haben gesagt, ich muss da sagen Luitasch, weil sonst hauen wir die da nieder, weil in Seefeld sagt man Leutasch, aber da ist die Luitasch. Für den Zillertaler eine große Ehre, ein Oberland.
einheimische Kost zu präsentieren. Und wie gesagt, dieses Buch, das soll sagen, dass man kochen soll wie früher, alles ein bisschen einfach, einfache Grundprodukte, beste Produkte von unseren einheimischen Produzenten. Ein Anliegen von uns Köchen, ein Anliegen von der Iris mit ihrem Buch, und ich glaube, es soll in Zukunft ein Anliegen werden von uns allen. Von dem kann leben die heimische Wirtschaft, der heimische Bauer, der heimische Top-Produzent, der unser Fleisch macht, oder der Gärtner. Wir sehen da rundherum die Standl, da drüben könnt ihr dann essen. Ich sage da, da ist hier zum Zuschauen, gell? Mir schaut es zu, aber wir sind nicht so zum Kochen, Essen, der jetzt da oben und oben bei uns könnt ihr probieren, gell? Weil wir wollen es da auch ein bisschen gemütlich haben. Es ist so schön da, der Wettergott hat ein bisschen auf uns runtergeschaut, und ich muss mich schon mal in erster Linie bedanken, dass so viel Leute kommen sind. Kommen, die uns auch ab und zu am Fernsehen zuschauen, Gott sei Dank, ist für uns sehr, sehr wichtig, weil ohne Zuschauer, ohne Leute, die das gefreut, was da zuschauen, bist du nichts. Dann waren wir schon lange nicht mehr auf ORF, wir sind jetzt 5 Jahre dabei, haben wieder für 2 Jahre unterschrieben, kriegen nächstes Jahr eine Hauptabendsendung, das muss ich noch ganz kurz sagen. Wir suchen ab Jänner Hobbyköche, die mit uns kochen, da könnt ihr euch dann mit dem Video, da mehr so ein super Filmer, der trat die ganzen Videos, hat er gesagt, von den ganzen Leuttaschen, die können sich bei uns vorstellen, das schicken sie uns, ich nehme euch dann, und dann suchen wir gemeinsam den Koch-Champion von Österreich. Die Tiroler, die Westösterreicher kochen mit mir, die anderen mit Andi, wer dann gewinnt, die Frage stellt sie eh nicht. Und natürlich werden wir dann einen Top-Hauptpreis haben. Wir haben auch eine prominenten Jury dabei, da ist der Wolfgang Buck von Los Angeles vielleicht da, es sind wirklich hochkarätige Leute dabei. Und wir zwei dürfen unsere Köche in das Finale begleiten. Jetzt fangen wir mal nachher schon langsam an, dass wir nicht nur zum Reden da sind. Lassen wir nebenbei ein bisschen Musik. Bei uns gibt es so eine Fischsuppe. Dann haben wir aus dem Buch raus, und wirklich, es lohnt sich das Buch. Ich weiß nicht, verschenkt es dir, Iris, oder verkauft es mir, ich lieber, sie verkauft es, weil ich habe ja auch Gage. Ich kann vorher nachher nackert haben. Aber wirklich lohnt sich das zu kaufen. Ein Top Buch mit heimischen alten Rezepten. So was habe ich in Tirol noch selten gesehen, was sie da zusammengetan hat, und das ist sehr wichtig. Ich werde es demnächst im Zillertal auch machen, dann lade ich einen Kalli einkommen zu mir in Zillertal, weil nicht nur die Leute hier, nicht nur Nordtirol, sondern auch das Unterland. Und was wir in Tirol neben dem Kochen, neben der Kulinarik noch haben, ist eine super Musik, und die lassen wir jetzt ein Lieder spielen, dass ich eigentlich nicht auf die Nerven gehe, und dann rede ich wieder. Danke und Mahlzeit dabei, gell? Okay, jetzt können die Ersten schon daherkommen. Wir haben da schon ein bisschen was fertig. Nur, es braucht wie beim Kochen alles ein bisschen Zeit. Hab's Zeit, kommt's her, redet's noch mit uns ein bisschen. Und dann probiert's einmal die Graukarpfen. Die Graukarpfen, glaube ich, haben wir fertig, die Ersten, und dann machen wir Forellen. Eine Buttermilch dazu, die Ersten haben wir schon. Schau her, ich brot sie nochmal nach. Da geht's da her, da nehmt ihr euch das Teller, die Manu richtet euch das an. Und wer bei uns jetzt noch zu lang warten muss, der kann sich derweil gute Kaspasseln holen, ein gutes Brot. Der Erwin Seidemann freut sich besonders, wenn sie ihm seine super Gartenkräuter ankauft. Sie hat er extra mitgebracht. Es geht zu diesem Mal alle viel besser. Das war gut. Gute Musik haben wir. Graukarpfen noch Fisch und Fisch. Gut, hier. Bitte. Ja? Das ist gefährlich, da hinter mir. Ja.
Das sind noch nicht von Frankhauser. Wieso? Die haben wir da denn gemacht? Ja, das sind von Leuterscher Küche. Von Leuterscher. Du musst beim Frankhauser was probieren. Probiere ich nachher. Die riechen ja sofort. Ja, ja. Was ist denn das, Frau Blattl? Das ist ein Minzblattl. Ah, das gehört da ein? Ja. Sekt und Holunder. Gehört euch auf. Der Andreas dort, der hat mich so unterstützt mit dem Ritschi, der ist auch da. Und wenn es da dann am Abend nichts mehr gibt, der Ritschi und der Andi hocken drüben. Ich habe noch nie oder ganz selten so ein schönes Gasthaus, so ein uriges Gasthaus gesehen und bin sehr dankbar, dass wir uns kennengelernt haben und dass wir dort waren. Aber jetzt lassen wir den Bürgermeister mal. Schau her. Fisch. Jetzt muss ich noch was dazu sagen, weil du einen Viertel so gelobt hast. Das stimmt wirklich. Der hat uns ganz fest unterstützt bei den Vorbereitungen. Aber mit einem hast du nicht recht. Wir haben noch ganz, ganz viel so bergige Gasthäuser da in der Leute. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Wir sind ein langes Tal und man wird so kulinarisch verwöhnt überall. Von Unter- bis Oberleutersch, also es könnte überall hingehen. Und die meisten alle Gasthäuser bei uns verwenden regionale Produkte. Das ist ganz was Wichtiges. Der Bürgermeister hilft uns da ein bisschen. Brauchst du die fertig oder hilfst du uns einlegen oder will ich vorher mal begrüßen, gell? Ja, ich darf ebenfalls im Namen der Gemeinde ein herzliches Grüß Gott entbieten allen Besucherinnen und Besuchern hier. Ganz besonders natürlich in Herrn Frankhauser. Ja, wir sind sehr stolz, dass der heute bei uns da ist im Museum. Danke. Und natürlich ganz besonderer Dank und Lob der Iris, unserer Museumsleiterin, die natürlich keine Mühe gescheut hat, wieder ein tolles Festl hier aus dem Boden zu stampfen. Und der Wettergott ist dir gnädig, ja, du hast das alles gemacht. Also Iris, ein herzliches Dankeschön und herzliche Gratulation für diese Veranstaltung. Man sieht ja, die Leute honorieren das und freuen wir uns, dass wir alle da sein dürfen. Viel Erfolg und einen guten Verlauf für die heutige Veranstaltung. Danke. Danke, das freut mich. Vielen Dank. Danke. Von der Unterleute wohnen sie da. Die Dame sagt gerade, sie schaut uns immer zu. Sogar nach 5 Jahren kann sie es noch sehen. Ein Wahnsinn, ne? Schau her. Lios, darf man zu dir fahren? Thomas, ich bin der Alex. Schau, wenn du den umdrehst, oder? Geht das? Bei den Fingern verbrennt man sich ja in der Politik öfter, oder? Ja, eben. How do you do? Kannst du den umdrehen? Ich lasse die Leute warten, jetzt da der vom Kopf Manuel. So, wo ist denn der Ritschi? Da sollte man die Pfanne mal ausspielen. Ritschi, geh, bitte Ritschi. Organisieren wir das, dass ich die Pfanne. Geht's da? Warte, die Hund da. Es geht da. Wo ist denn der? Wo ist denn der Ding da? Oder? Oh, schau mal, den. Mit dem Musa. Schau mal, dann können Sie ein paar schöne Fotos machen. Mal schauen wir da mal zum Ding hin. Danke, perfekt. Super. So, prominente Hilfe. Aber Wetterglück, ne? Jetzt, schnell, weil jetzt ist es gescheit. Darf ich dich da ein bisschen? Danke, super. Danke dir. Ich habe einen Spaß gemacht. Perfekt. Es ist genug. Nur dann kochen wir noch einmal miteinander. Jetzt schauen wir nur, dass die Leute ein bisschen was zu essen kriegen. Weil am Sonntag haben die Leute mit Tag Hunger. Und wenn man sowas Gutes kriegt, dann müssen wir es essen lassen. Was kriegst du jetzt noch? Hühner. Nüppele. Ah, Nüppele. Vorne. Der ist jetzt schon. Alles gesehen.
und ich glaube, auf sauberste Art produziert wird. Wir haben eine hervorragende Schafalm. Das ganze Bergleintal ist ja von der Botanik her schon eine Qualität aufweist und die sich natürlich auf unser heimisches Lammfleisch ganz besonders auswirkt. Und die Veranstaltung, die finde ich so gut, dass wieder einmal angeregt wird, unsere heimischen Produkte zu verwenden und wieder zu beleben. Und wie unsere Gebirgsforellen von der Fischerei in Leitesch haben wir auch im Langfleisch ein hervorragendes Produkt. Und es gibt oft Angst von der Seite der Hausfrauen, mit der Kocherei werde ich oft gefragt. Also es ist wirklich keine Hexerei, Lammfleisch oder auch Schaffleisch, wenn es richtig aufbereitet wird, zu kochen. Was hast du denn bestellt? Was hast du denn bestellt? Specknockerl. Wenn sich da ein paar sehen, die stehen jetzt die ganze Schlange da hinten, ne? Und da ich selbst so ein Fest in Deutschland mit Spargel organisiere, weiß ich, wie, sagen wir mal, die Leute das ungern haben, wenn man sich einfach vordrängt. Ne? Was mit Spargel organisieren Sie? Spargelfest. In Dudenhofen. In Dudenhofen? Ja, da gibt es den besten deutschen Spargel. Da machen wir ein dreitägiges Spargel. In Dudenhofen? In der Pfalz. Dudenhofen? Bei Speyer. Dudenhofen. Dudenhofen. Und da gibt es ein Spargelfest, ein großes? Juni, drei Tage. Zweites Wochenende im Juni. Aha. Ich warte auf noch so auf so ein. Wo ist Dudenhofen? Bei Speyer. Speyer. Wisst ihr, wo Speyer ist? Ja, ja, logisch. Uralte Speyer. Ja, ja, ja. Wo ist der Jogi? Ja, ich probiere Tirol ganz gut, ha? Ach, ja, man muss. Ja, ja. Leutersche Bachforelle. Ja, wunderbar. Haben Sie die schon mal irgendwo anders in Leutersch genossen? Nein, ich habe noch keine Leutersche Bachforelle woanders. Wo wohnen Sie in Leutersch? Wir wohnen bei der Marianne Meyer. Firmenwald 31. Ah, ja. Sehr gut. Wir kommen aus Norddeutschland. Ich glaube, ja, da gibt es ja auch Fische ohne Ende. Ja, glaube, aber keine Leutersche. Der, den ich im Winter zum ersten Mal über YouTube kennengelernt habe, kann das angehen? Das kann angehen. Filme und bringen die Kommentare. Ja, das kann angehen. Das ist schade. Katastrophenfilme vom Schnee. Ja, ich glaube, das sind Sie. Das bin ich, ja. Ja, das sind Sie, ne? Bitte sehr. Das ist ja eine Ehre, Sie kennenzulernen jetzt. Da können Sie nachschauen. Ja, wunderbar. Morgen ist alles online über Ihre Forelle. Dankeschön. Bitte schön. Tschüss. Ich mal Sie kennenlernen dürfen. Tschüss. Da machen Sie mal schön Werbung in Norddeutschland für Leute. Also wir kommen schon 20 Jahre hierher. Wir durften vor 10 Jahren die Herrschaften dann auch mit herbringen. Jetzt kommen die beiden viel öfter im Jahr hierher. Ja, wo haben Sie früher immer gewohnt? Bei Jürgen Neuner. Ah ja, wisst ihr wie, drüben gleich. Ja. Ja. Wir sind bei Annemarie Reini, da gibt es Musik. Ah, beim Reini, ja. Ja. Im Zentrum in Weidach ist es. Ja, genau. Das ist am besten. Ja, der Reini, der spielt ja immer auf. Ja, abends. Ja, das ist immer sehr lustig. Ja, ja, sehr lustig. Aber nur, wenn er eine Flasche hat. Dann schauen Sie die Filme an zu Hause, ja, gemeinsam. Ja, ich freue mich. Gemeinsam mit anderen Gästen. Ich freue mich Gästen echt, Sie mal kennengelernt zu haben. Jetzt weiß ich, dass Sie sind. Sehr. Danke, tschüss. Sehr schön. Wie geht das mit dem Bienenhotel? Kann man das selber kaufen und die Bienen fliegen einem sozusagen zu? So ist es. Ja, das ist es so. Also das sind keine so Bienenvölker, die was Gemeinschaften bilden, so wie die Honigbiene, sondern das sind einzellebende Bienen, also Solitärbienen, und die fliegen da in diesen, also besiedeln die Strohröhrchen und legen da ihre Eier ab und geben da Nektar und Pollen rein und in mehrere so Kammern, und auf ein Jahr drauf, also das nächste Jahr im Frühjahr, schlüpfen eben die Bienen dann aus. Also einzellebende Bienen, Singles, wie bei den Menschen? So ist es, ja. Also, aber nur die Weibchen sind die Fleißigen. Die Männchen sind eigentlich nur da zum Begatten der Weibchen und damit sie befruchtete Eier legen können. Also auch wie bei den Menschen?
genau so ist es. Also es ist ganz gleich, ja. Und wenn man dieses Häuschen hinstellt, dann fliegen die einem richtig zu, die Singles. Genau so ist es. Also sie suchen, sind die ganze Zeit, also im Frühjahr, Sommer, die ganze Zeit auf der Suche nach Behausungen. Und wenn man ihnen ein bisschen was zur Verfügung stellt, dann nehmen sie es gerne an und man muss nicht lange warten. Also das kann ein Tag, zwei sein, sind schon die ersten Insekten da, die was das besiedeln. Und die gibt es zu bestellen bei Bienenhotel.at. Ja, stimmt, genau, Bienenhotel.at. Herzlichen Dank. Bitte. Die Kette ist schon alt, ha? Die ist ja uralt. Gell? Die ist uralt? Wo hast du die von der Uroma? Nein, die ist von Marokko. Von Marokko? Schaut aus wie von unserer lütherischen Uhr. Nein, in der Mitte, aber schier, gell? Die passt echt super zu dir. Du, gerne nicht so weit suchen da. Das ist heute nicht mehr. Und wir haben hier auch einen Schlachthof, der auch für die hygienischen Anforderungen, den hygienischen Anforderungen gerecht wird. Und liebe Leute, liebe Hausfrauen, nehmt sich der Sache an und probiert wieder einmal ein Lammfleisch. Es wird sehen, es ist ein hervorragendes Fleisch. Nur ein Beispiel, meine Familie, mein Enkel hat. Da hat es jetzt einmal ein Schwein in das gegeben. Da hat er gefragt, Oma, was hast du denn heute von einem komischen Schnitzel? Also, dass man auch vom Lamm, von der Nuss, wunderbare Schnitzel machen kann. Und eben die Rippen und Schulter und so weiter kann man ganz leicht mit dem entsprechenden Gewürz. Und wer sich da Informationen einholen will, stehe ich gern zur Verfügung. Auch wenn im Herbst sich einer entschließt, für ein Lamm eine küchenfertige Zubereitung oder auslesen, das tue ich auch gern. Und nicht nur das Lammfleisch, sondern Lütersch, das Tal, der Jagd, auch Wildbret, soll in unserer Küche wieder viel mehr Einzug finden. Richtig. Und auf eins möchte ich ganz besonders hinweisen, auch wenn Lammfleisch wie jetzt im Sommer nicht immer erhältlich ist, dann musst du das, in Herbst sich eindecken. Lamm ist auch sehr gut lagerfähig, also man kann Lamm viel länger in der Kühltruhe aufbewahren wie Schweinfleisch und ohne Qualitätsverlust. Und in dem Sinn, probiert es wieder einmal unser heimisches Wettersteinlamm. Danke. Ich glaube, dem ist das nur hinzuzufügen, dass alles richtig ist, was du gesagt hast. Fred, auch mal lang. Wie lange bist du schon in der Leiter? 28 Jahre.
ist so schön. Ich weiß es schon, dass der fotografiert wird. Du sollst das aber nicht machen. Einmal dauert lange, nicht? Ha? Einmal dauert lange. Ja, hast du mich einmal fotografiert? Ja, einmal lang. Das passt sauber.